Kinder finden es wahrscheinlich auch cool, zumindest wenn sie oben stehen, wenn sie unten stehen. Aber es ist trotzdem richtig, weil das, was wir dafür kriegen, ist viel, viel mehr als das, was wir verlieren. Würde ich sagen, um zu wachsen, um intensiv mit Spaß zu trainieren, gerade im Kinder- und Entwicklungsbereich. Also ich kenne keine besondere Übung. Müssen wir nur auch dafür sorgen, dass die Leute es auch gucken. Das wäre nicht so schlecht. Hanno, wir haben jetzt so viele Jahre, würde ich schon fast sagen, über Training gesprochen und über natürlich über Profitraining, U19, U20 Nationalmannschaft, über alles, was du als Spieler erlebt hast. Du hast 400 Profispiele gemacht, aber auch viel über Kinder- und Jugendtraining. Und ich freue mich, dass wir das jetzt auch vor der Kamera machen können und das Ergebnis dieser Gespräche teilen, weil wir natürlich sehr viel da drin waren, da drin sind. Du warst vor 2 Tagen hier mit einer Mannschaft, die du auch begleitest. Das heißt, du hast 3 Kids, aber 2 Jungs, die Fußball spielen und bist da auch als Trainer mit dabei. Spielen auf Tore in kleinen Formaten, kleine Spielformen auf Tore, was bedeutet das? Was hat das für deine Karriere bedeutet und was bedeutet das für die Kids in einem Trainingsalltag, in der Trainingswoche? Für meine, oder was meine Karriere betrifft, war das Spielen auf Tore immer Bestandteil des Trainings gewesen. Es war aber vor allen Dingen auch Bestandteil des Hobbys, der Freizeit, Schulhöfe. Wir waren um 1 Uhr fertig mit der Schule, sind dann sofort auf den Bolzplatz gefahren, haben da auf Tore gespielt in unseren eigenen Spielen. Wir haben Spielszenen aus der Bundesliga nachgespielt. Wir haben uns da ausgelebt. Das fällt heute weg, sehe ich bei meinen Jungs, die 12 und 10 sind aktuell, die länger in der Schule sind, die andere Freizeitaktivitäten haben, die sich mit Multimedia auseinandersetzen, mit dem normalen Leben, würde ich sagen. Mhm. Und deswegen hat der Stellenwert im geregelten Vereinstraining auf Tore zu spielen immens zugenommen. Also wir müssen es, was früher auf der Straße war, ins Training kriegen. Du hast es als Profi weitergemacht. Wenn du vergleichst, wie viel du dann als gestandener Profi in einer Woche 4 gegen 4, 3 gegen 3 Varianten gespielt hast und das als du 15, 16, 17 warst oder auch 12 Jahre alt warst, wie ist da das Verhältnis? Wenn du dann als Profi oben angekommen bist und deine zweite, dritte, vierte Saison gespielt hast, dann hast du eine ganz andere Substanz als Spieler. Körperliche Substanz, Erfahrungssubstanz. Und dann ist alles ausgerichtet auf dieses Highlight-Spiel am Wochenende. Mhm. Es gibt Top-Mannschaften, die dann unter der Woche nochmal spielen. Da hat das Training nochmal eine geringere Bedeutung. Aber es geht in erster Linie darum, am Wochenende topfit zu sein. Und da reicht es dann im Training auf dem Profiniveau, kurze Impulse zu setzen, kurz zu spielen, diese Spielform kurz anzureißen. Dadurch wirst du aber nicht besser in dem Sinne, weil du da schon ein Top-Niveau hast, ein Bundesliga-Niveau, ein Champions-League-Niveau, was auch immer. Für Kinder, die das Niveau erst erreichen sollen, die wachsen sollen, die lernen sollen, da geht es nicht um den Erhalt von einer Substanz, sondern es geht darum zu wachsen. Und deswegen müssen die viel, viel mehr spielen als der Profi, der dann in der Hauptbelastungseinheit einmal richtig in den kleinen Feldern dagegen haut. Ich glaube, die klassische Profi Zeit ist 16 bis 20 Minuten pro Woche. Wir definieren jetzt eine Mindestzeit von 48 Minuten pro Woche bis zu 16. Genau in dem Bereich begleitest du ja auch, wenn du die Zeit hast, wenn der Job es zulässt, die Mannschaft. Was sagst du zu den 48 Minuten? Sind das 12 mal 4 Minuten oder 16 mal 3 Minuten pro Woche, wo jedes Kind aber spielt? Nicht die einen stehen draußen, die anderen spielen und dann sagt man, ich habe das jetzt gemacht, sondern jedes Kind muss so viel gespielt haben. Wie findest du das als Mindestangabe, wenn du das stringent vorstellst über die Jahre für Mannschaften, als Empfehlung für Trainer in Deutschland? Also meine Erfahrung ist jetzt auch, es ist eine Mindestangabe und mit den 48 Minuten, wenn ich die als Trainer bei den Jungs erreiche, dann ist eigentlich der Impuls der Jungs, warum ist das Spiel schon fertig? Wir können doch noch 3, 4 Durchgänge. Hm. Da muss man als Trainer natürlich ein Gespür entwickeln, aber wir sind auch dahin gekommen, dass wir die Kinder fast bremsen, dass wir sie zurückhalten und die Bremse müssen wir lösen. Wir müssen sie spielen lassen. Wir müssen ihren Trieb, den sie haben, den wir früher auf dem Bolzplatz ausgelebt haben, denn ich war abends auch im Training gewesen, aber ich hatte vorher schon 3 Stunden auf dem Bolzplatz verbracht. Mhm. Und das müssen wir ins Vereinstraining reinbringen, sie da nicht kurz zu halten, klein zu halten, sondern möglichst viel spielen zu lassen. Deswegen die 48 Minuten wirklich Minimum, absolutes Minimum, weil die können und die wollen auch mehr, weil es ihnen Spaß macht. Und wenn wir sagen, 19 in Deutschland, wahrscheinlich sind 27 Spieler im Kader. Da brauchst du mit diesem Format zu spielen schon 3 Felder, 3-mal auf ein Tor. Wir haben die Bilder auch dazu schon gesehen, wie man das machen kann.
Was sagst du dazu, wenn wir 32 Minuten definieren, wissen, dass wir damit die Zeit fast verdoppeln bei vielen A-Jugenden in Deutschland, auch auf hohem Niveau? Was denkst du darüber? Wie viel hast du als A-Jugendlicher gespielt und was glaubst du, was das mit den Spielern machen würde, wenn wir das hinbekommen? Das ist für mich die Erklärung, warum wir dann auch nicht mehr das Niveau haben im Spitzenbereich, im U19-Bereich, dass wir, wenn wir Junioren, Champions League, Youth League gucken, dass wir da nicht konkurrenzfähig sind auf dem höchsten Niveau mit den Mannschaften, weil wir die Intensität einfach nicht mehr gehen können, weil die Jungs die Intensität nicht gewohnt sind vom Training, weil sie da nicht adaptieren, weil sie da nicht wachsen in den Formaten. Und wir haben früher hart trainiert, in der A-Jugend auch unter anderen Bedingungen. Wir haben eine andere Widerstandsfähigkeit, eine andere Substanz damals schon aufgebaut. Und eine Substanz in dem Alter, in dem Übergang zum Profibereich, die muss ich dann auch entwickeln, weil nur dann wird mich auch ein Profitrainer auf die große Bühne schieben. Das ist folgendermaßen passiert, weil ich war ja dabei. Ich habe 2010 das erste Mal die A-Jugend vom BVB trainiert. Mhm. Und es gab damals keine Videoanalyse vom Gegner. Und in dem Moment, wo du dann 500 Minuten Training hast, und dann kommt aber die Gegnerorientierung rein, dann muss man das ja auch nutzen. Weil jetzt hast du auf einmal Wissen über den Gegner. Also fließt, wenn du dich vorher 500 Minuten auf dich konzentriert hast, im besten Fall in jeder Minute auf die Entwicklung von individueller Qualität deiner Spieler, dann bist du jetzt auf einmal in Teamprozessen und auch in taktischen, ganzheitlichen Themen. Und jetzt haben wir, die Realität ist, dann macht man beim Gegner aus oder wird beim Gegner gesehen, die haben ein Problem bei Spielverlagerung, als trainierst du Spielverlagerung um 11 gegen 11, Ball von rechts nach links und der Stürmer hat einfach den Ball nicht. Und wenn der Stürmer den Ball nicht hat, der Abwehrspieler den Ball auch nicht und hat auch die Aktion nicht. Da sind alle auch, das ist auch einfach passiert, plus die Informationen aus dem Profibereich über Belastungsschwankungen. Da kann der Einzelne gar nicht so richtig was dafür, aber wir können es ändern. Wir können es drehen und ich glaube auch in den Varianten, die Varianten sind schon auch so gut, denke ich, dass nicht jede Variante kennt. Also auch, das wird zurückgemeldet von Top-Trainern, die sagen, boah, mit den diagonalen Anspielern, das ist top, das mit den 4 gegen 4 auf Linie verteidigen. Das ist top. Was hast du gedacht, dass wir jetzt über die Varianten, wir haben uns ja sehr viel darüber gesprochen und sind da immer noch mal einen Schritt konkreter geworden. Wie siehst du die Rezeptur, die wir mittlerweile haben? Ja, auch da waren für mich Sachen dabei, die ich so in der Form nicht kenne. Und ich meine, hab dann am Ende des Tages auf 15 Jahre auf dem höchsten Niveau trainieren dürfen, unter Top-Trainern trainieren dürfen. Und trotzdem entwickelt sich der Fußball weiter, entwickelt sich auch das Training weiter. Es gibt immer wieder Variationen, es gibt neue Gedanken. Das Spiel passt sich an. Du hast die Entwicklung im Juniorenbereich gerade skizziert, ist professioneller geworden. Und ich finde, das sieht man auch in den Übungen. Also wir haben da eine Rezeptur, die, und ich glaube, das ist entscheidend, Niveau und altersunabhängig wirklich die Spieler besser macht, wenn man als Trainer dafür sorgt, dass eine Intensität drin ist, dass die Jungs immer wieder einen neuen Ball bekommen, dass die Kugel läuft und dann kommt der Spaß von ganz alleine und dann wachsen die Spieler von ganz alleine. Und es wird unheimlich viel abgedeckt, auch für alle Positionen abgedeckt, was ja auch wichtig ist. Wir haben lange auch so trainiert, dass einige Positionen immer unterrepräsentiert waren, nicht so richtig im Training angekommen sind, ihre Fähigkeiten, ihre Skills nicht entwickeln konnten. Und ich glaube, dass wir in der Form des Trainings, in der Rezeptur auch, wenn ich die mische, wenn ich da immer mal was anderes bringe, wirklich alle abdecken können und alle weiterentwickeln können. Die Basis ist das hier, ein 4 gegen 4 Feld. Die haben die Nationalspieler Freude daran? Ja. Das ist Fußball in Reinform. Und das ist dann auch nicht taktisch geprägt, sondern da geht es darum, Tore zu erzielen. Da geht es in solchen Spielen entwickle ich auch dieses Gewinnergehen. Wir sprechen immer davon, wir wollen gewinnen, wir wollen es den Spielern auf Top-Niveau mitgeben. Da, wo sofort jeder Fehler bestraft wird, wo aber auch jede positive Aktion sofort belohnt wird, weil ich sofort in der Abschlusszone bin, wo ich mega viele Aktionen habe, da wächst der Spaß und da kann ich als Spieler mich total entwickeln. Warum nicht 8 gegen 8? Ist ja auch Spielen auf Tore. Also als Basis kann man natürlich irgendwann machen ab einem gewissen Alter. Ganz plakativ gesagt, ich habe nur halb so oft den Ball. Also wenn doppelt so viele Spieler da sind, habe ich nur halb so oft den Ball. Wenn es gut läuft. Im besten Fall. Ja? Deswegen sage ich plakativ. Ich glaube, ab einer Form dann irgendwann 5 gegen 5, 6 gegen 6, 8 gegen 8, hast du auch immer die Möglichkeit, dich zu verstecken in der Mannschaft. Ja. Und in der Form kannst du dich nicht verstecken. Wenn du im 4 gegen 4 einen Spieler drin hast, der nicht mitmacht, wird diese Mannschaft verlieren. Und wir berücksichtigen in den kleinen Formaten auch die im November geboren sind, die noch ein bisschen kleiner sind, die vielleicht auch noch schüchterner sind, weil auch die einfach Aktionen haben. Sonst werden sie in großen Formaten werden, die noch Zeit brauchen, auch aufgefressen haben. Und teilweise nehmen sie gar nicht teil, wenn man jetzt Kinder- und Jugendfußball guckt.
Und wenn wir es auf die ganz Jungen beziehen, die dann eher im 2 gegen 2, 3 gegen 3 auf kleine Tore spielen, dann sind wir natürlich bei denen, dass wir damit auch die, ich nenne sie gerne die Blümchenpflücker, die noch nicht so am Spiel teilnehmen, die in Fußball reinschnuppern, die bringen wir permanent in die Situation, dass sie aktiv sind. Also die haben gar keine Zeit, nach dem Flugzeug zu gucken oder das Blümchen zu pflücken, weil sie ständig eingebunden sind, sondern sie werden nicht außen vor gelassen. Dadurch bekommen sie Spaß und dadurch bleiben sie auch dem Fußball erhalten und steigen erst richtig ein damit. Wie findest du denn das hier? Das ist für die Jungen, wie auch als zweites Feld neben einem 4 gegen 4, das wir eben gesehen haben, ist das eine fantastische Form. Also wir stellen uns jetzt vor, die 6 Jungs, die da jetzt Vollgas Fußball spielen auf 4 Tore, mit allem, was dabei ist, mit Dribbling, mit Verteidigen, mit Schnittstelle schließen, da sind ganz viele auch taktische Elemente, weil das ist immer ein Vorwurf, ja, es wird nur noch gespielt und wir machen nichts Taktisches mehr. Das ist individualtaktisches Training par excellence. Ja, mhm. Und das kann man by the way dementsprechend machen auf dem Nebenfeld und die Jungs werden da lernen und werden sich verbessern, weil sie auch merken, okay, jetzt habe ich hier falsch gestanden, dadurch fällt das Tor, beim nächsten Mal stehe ich ein bisschen anders. Also auch in den Bereichen werden die komplett wachsen und das kann ich als Trainer, egal auf welchem Niveau, ganz leicht begleiten. Wenn ich jetzt einen Spieltag nehme und da sind 5 dieser Felder aufgebaut und beide kommen mit 15 Kindern und sie machen daraus 5x3 Mannschaften und sie fangen an zu spielen und die Felder sind durchnummeriert, 1, 2, 3, 4, 5 und wenn du gewinnst, gehst du nach rechts, wenn du verlierst, gehst du nach links. Das heißt, du hast immer die Rückmeldung zu gewinnen, ob du gewonnen hast und ob du verloren hast. Am Ende, wenn du auf Feld 5 bist, hast du wahrscheinlich nicht so oft gewonnen, musst du noch ein bisschen mehr trainieren. Wenn du auf Feld 1 bist, musst du weiter trainieren, damit die anderen dich nicht einholen. Wie findest du so einen Spieltag für Kinder? Was sagst du, wenn das in der E-Jugend gespielt wird? Absolut sensationell. Also es ist ja ein Vorwurf, der da auch mitspringt, der noch in der Öffentlichkeit ist. Wir schaffen Ergebnisse ab und wir sind nicht mehr leistungsorientiert oder sonst irgendwas. Das ist ja völliger Bullshit. Also man muss ehrlicherweise sagen, was du skizziert hast, wenn ich gewinne, dann rücke ich ein Feld nach vorne. Und die Jungs wissen ganz genau, wie ist das Spiel ausgegangen, was habe ich jetzt erreicht. Und trotzdem habe ich die Situation, dass wenn ich auf Feld 5 spiele und kein Spiel gewonnen habe, spiele ich trotzdem weiter und habe trotzdem noch ein Spiel und habe trotzdem noch mal die Möglichkeit, mich zu verbessern. In der Realität, bisher war es so gewesen, im 6 gegen 6, im 7 gegen 7, dann habe ich einen 10-12-Mann-Kader. Wenn es dann darum geht, ich bin vielleicht noch nicht so gut und bin ein Feld 5-Spieler, dann sitze ich auf der Bank und kann mich überhaupt nicht entwickeln. Das heißt, in dieser Form der Spielefeste kitzel ich die an, die auf Feld 1 landen wollen, die am Ende auf dem Champions-League-Feld das letzte Spiel gewinnen wollen. Ich entwickle aber auch die, die vielleicht noch nicht so spielfähig sind, die sich in ihrem Bereich entwickeln können müssen, auf ihrem Niveau entwickeln müssen, die entwickle ich genauso weiter. Ich bin jetzt hingefahren, hab's mir mal angeguckt, weil du kannst ja auch unterschiedliche Formate spielen, muss ja gar nicht immer das Feld sein. Da haben die gespielt 4 gegen 4 plus Torwart auf dem einen Feld, 3 gegen 3 Funinho-Feld und 2 gegen 2. Und dann haben die gezählt, wo das große Feld. Und aber wenn die dann nach 5 Minuten, 6 Minuten gewechselt haben, haben die trotzdem hier gespielt. Und klar wird dann nicht jedes Feld gezählt immer, aber sie spielen die ganze Zeit und der Ball zappelt im Netz. Also auch Torwartspiel war voll drin, der Ball zappelt im Netz, aber selbst bei den Passtoren siehst du, die haben sich warm gemacht, haben Tore geschossen auf die kleinen Tore, die dürfen halt nur nicht so klein sein, dass das gar nicht geht. Die haben gejubelt, die Kinder. Und ich glaube, wir kriegen das mit einer Tabelle, gibt es nicht mehr, aber es geht ja auch nicht. Wenn du aus einer 15er-Mannschaft Dreiergruppen machst, dann hast du 5 Dreier-Mannschaften, kann es keine Tabelle geben, aber die braucht auch keiner. Für wen ist die Tabelle? Für die Eltern oder für die Kinder? Die Kinder finden es wahrscheinlich auch cool, zumindest wenn sie oben stehen, wenn sie unten stehen, aber es ist trotzdem richtig, weil das, was wir dafür kriegen, ist viel, viel mehr als das, was wir verlieren. Und die Kids wissen trotzdem bei den Spieltagen, ich habe auf dem großen Feld 2x gewonnen, ich habe auf dem kleinen Feld 1x unentschieden gespielt und da habe ich 1x verloren. Die können dir das nachher genau sagen. Und dann ist die Frage, welche Relevanz hat man, dass man wenn man diese Einzelergebnisse 2 Wochen später noch irgendwo auf fußball.de nachlesen kann. Also du bist dabei. Ich bin dabei. Das ist gut. Hier haben wir es nochmal nachgelegt. Ich glaube, die ist eindrucksvoll. Ich habe den Sandro Wagner gefragt, was er dazu sagt. Und er sagt, das ist eigentlich erschreckend, wenn man es anders gemacht hat. Was sagst du dazu zu den Wiederholungszahlen über die Zeit? Eine Trainingseinheit, 10 Trainingseinheiten, 100 Trainingseinheiten, 1000 Trainingseinheiten, einem 3 gegen 3, gegen 7 gegen 7. Was denkst du, wenn du es siehst? Das ist der Unterschied dann
am Ende zwischen einem Spieler, der sich in seinen Möglichkeiten entwickelt hat und einem Spieler, der anders gefördert wurde, der mehr gekitzelt wurde, der sich mehr ausprobieren konnte, der mehr Aktionen hatte, der mehr im Spiel war, der aktiver war und der sich dann höchstwahrscheinlich ganz anders entwickeln wird. Wir sagen es ja auch, es wird nicht jeder Bundesligaspieler werden am Ende des Tages, aber jeder wird besser werden und kann sein Hobby, deswegen wird er auch länger machen wollen, weil er das Gefühl hat, ich werde besser darin, ich habe Spaß bei dem, was ich mache und ich habe natürlich Spaß, wenn ich aktiv bin, wenn ich auch oft am Ball bin, wenn ich Erfolgserlebnisse habe und das habe ich natürlich in den kleinen Varianten deutlich mehr. Wir definieren das jetzt und das ist für uns entscheidend, wir definieren das jetzt für den Kinderbereich, dass die eine Spielform so spielen, wir müssen ins Training. Wir müssen in die Trainingswoche, weil die Zahlen sind ja jetzt, ist ja eine Trainingseinheit oder ist einmal Spieltag. Aber du musst es ja ganz durchrechnen und irgendwann spielen sie ja trotzdem wieder 7 gegen 7, 8 gegen 8, 11 gegen 11. Aber die Trainingswoche, in der Trainingswoche müssen wir auf diese Zahlen kommen. Und deswegen brauchen wir die kleinen Formate, weil am Ende sind die Unterschiede, wenn man das regelmäßig entscheidet, sind so eklatant. Wir haben ja gegen Belgien zusammen gespielt, wir haben gegen England gespielt, wo wir sagen, auch taktisch, waren die vielleicht nicht besser, aber beschreib du, was du erlebt hast. Na absolut. Also es war für mich ein Kernerlebnis gewesen, als wir jetzt im letzten U20-Spiel in Manchester gespielt haben und wir deutlich besser ins Spiel reingekommen sind und taktisch die bessere Mannschaft waren, die Engländer die ersten 20 Minuten dominiert haben und die Engländer dann darauf reagiert haben, das Spiel physisch gemacht haben, intensiver gemacht haben, die Zweikämpfe gesucht haben, in die Zweikämpfe gekommen sind. Und dann muss man sagen, waren wir leider nicht mehr in der Lage, das Spiel auf Augenhöhe zu gestalten. Definier das nochmal. Was passiert, wenn die Engländer das Spiel physisch machen? Was machen die genau? Die Engländer, auch da Verletzungsunterbrechung. Der Trainer ruft die kurz zusammen und wir haben es jetzt nicht gehört, aber wir haben es direkt danach gesehen. Die haben uns komplett gespiegelt. Also sie haben komplett überall auf dem Platz 1 gegen 1. Auf dem ganzen Platz 1 gegen 1 gespielt. Mhm. Wir hatten dann die Hoffnung, dass es ja vielleicht gut ist für uns, dass sich unsere Spieler dann mit mehr Platz durchsetzen können im 1 gegen 1, dass wir über Bewegungen schaffen, Lösungen finden. Und am Ende müssen wir sagen, waren die Engländer uns so überlegen im Thema Intensität, im Thema Athletik, dass wir ja, am Ende chancenlos waren. Und das ist Profifußball. Also wenn ich mit Sandro spreche, der hat bei Unterhaching hat er genau diesen Codewort gehabt, Anker, und hat sich jeder einen rangezogen, dann spielst du 1 gegen 1. Das heißt, das ist überhaupt nicht England, sondern es ist Profifußball. Das heißt, auch wenn wir unsere Spieler vorbereiten wollen auf den Übergangsbereich, dann musst du Zweikämpfe können. Mhm. Weil du kannst nicht in Zwischenräumen gut sein, aber wenn dann der Zweikampf kommt, dass dann weniger wird. Und da gibt es schon Umdenken. So wie bei der U17 war ich auch dabei, als sie jetzt Europameister geworden sind. Es war ganz wunderbar von den Teamprozessen, aber auch individuell, auch genau in diesen Tugenden, die wir haben wollen. Das heißt, ich glaube schon, dass wir dass das auf den Weg gebracht ist und dass wir jetzt aber nochmal mit dem Projekt und mit dem, wenn wir das anstoßen, auf die Überholspur wollen. Weil am Ende, wie du sagst, machen wir es für die Kids, dass der Landesligaspieler vielleicht ein Oberligaspieler wird und der Zweitligaspieler wird vielleicht ein Bundesligaspieler wird. Es gibt ja zwei Enden davon. Das eine Ende ist, wir wollen natürlich bessere Spieler auf dem Top-Niveau haben. Wir sprechen jetzt hier auch als Nationaltrainer, also als Bundestrainer. Wir wollen bessere Spieler in der Nationalmannschaft haben. Aber das andere Ende ist ja natürlich auch, dass immer mehr Kinder aufhören, Fußball zu spielen, weil sie einfach an ihrem Hobby Fußball den Spaß verlieren, weil das Training keinen Spaß macht, weil ich dann nicht oft genug am Ball bin, weil ich kein Erfolgserlebnis habe. Weil ich mich auch nicht so entwickelt habe. Ganz genau. Ja? Also würde mir genauso gehen, wenn ich mir jetzt ein Hobby aussuche und fange damit an und habe irgendwann das Gefühl, ich stagniere, obwohl ich immer zweimal die Woche, dreimal die Woche zum Training gehe und es tut sich nichts, dann würde ich auch darüber nachdenken, damit aufzuhören. Und das ist ja die Realität, dass es immer Richtung 17-, 18-jährige A-Jugenden, dass es immer weniger gibt und das muss auch ein Anspruch sein. Ich finde auch, dass wir als DFB die Verantwortung da ein Stück weit haben, dass dieses Thema Werteentwicklung im Verein, den jungen Menschen Werte mitgeben, das geht nur über ein Zusammensein in der Mannschaft und dafür müssen wir das auch lange, möglichst lange im Verein begleiten können. Jetzt bist du ja jemand, der mit der Stimme Gas gibt. Du hast ja die Leidenschaft für den Fußball. Was ist die Aufgabe von jetzt auch an der Basis eines Trainers, wenn er in diesen kleinen Formaten trainiert? Und was ist auch, wenn jetzt jemand sagt, mein Bruder fängt jetzt an, seinen Sohn zu trainieren, der braucht unbedingt mehrere Felder. Wenn er jetzt Eltern sagt, kannst du mir helfen? Stell dich mal an so ein 2-gegen-2-Feld, nimm die Bälle dazu, spiel die schnell rein. Wie würdest du das definieren, was die Aufgabe ist? Und wie fühlt sich das dann auch an in der Realität? Es geht für mich, gibt's nur zwei Punkte, die zu beachten sind. Und da kann man wirklich jedes Elternteil auch heranziehen. Da muss überhaupt keine Fußball-Vorerfahrung eigentlich da sein. Ich muss organisieren, dass sofort, wenn ein Ball im Aus ist, der nächste Ball wieder reinkommt, um den Spielfluss zu garantieren, um eine gewisse Intensität
zu garantieren im Spiel. Und dann muss ich die Kids immer nur daran erinnern, sich den Ball wiederzuholen, gemeinsam zu verteidigen oder, wenn ich ihn gewonnen habe, gemeinsam versuchen, ein Tor zu schießen. Mhm. Ich muss eigentlich nur die Momente begleiten, stimmlich begleiten. Mein Gusto ist auch positiv, stimmlich zu begleiten, anzufeuern, für eine gewisse Emotionalität zu sorgen. Und dann kommen die ins Spielen, dann wächst die Begeisterung im Feld und dadurch entwickeln die sich. Aber, und das ist für mich wichtig, das ist total intensiv. Alleine total. Das Feld am Laufen zu halten. Total. Wir haben jetzt viele Trainingseinheiten auch gemacht, auch an der Basis wieder. Mhm. Das ist total intensiv. Also wenn man das schafft, das ist großartig. Und dann ist man als Trainer, da kann ich morgen anfangen, dann bist du sofort auf Note 2. So, da muss man noch gar nicht gecoacht haben, dann ist man sofort gut. Und das Selbstvertrauen wollen wir auch den Leuten geben draußen, das zu machen. Also Selbstvertrauen geben, definitiv, aber auch ein Stück weit die Angst nehmen. Weil ich habe viele Eltern, die in die Situation kommen, ja, wir haben keinen Trainer auf dem Dorf. Dann sagt der Vater, okay, ich gucke, dass ich nach dem Job da irgendwie nochmal für anderthalb Stunden komme. Auf dem Weg von der Arbeit lädt er sich noch was runter, um irgendwie ein Training zu generieren. Es muss nicht hyperkompliziert sein. Ich muss als Trainer, als Elternteil, das gerade auch an der Basis trainiert, nicht im Detail-Coaching massiv drin sein bei den Kleinen. Da reicht es, das Spiel, wie du gesagt hast, am Laufen zu halten, vielleicht diese Umschaltmomente zu coachen, für den nächsten Ball zu sorgen, also so ein bisschen den Spielfluss am Laufen zu halten und für eine gewisse Emotionalität zu sorgen. Und dann habe ich, was den Bereich betrifft, schon mal gutes Coaching gemacht. Alles andere kommt dann in der Spezialisierung irgendwann später. Also drei Felder, ein Trainer. Der Trainer gibt die Variante vor, sagt, wie es funktioniert. Die Kinder kennen es schon, weil du es regelmäßig machst, weil du nicht dauern wirst und nicht mal was anderes machen, sondern können in diesen Formen bleiben. Mhm. Und an den anderen Feldern stehen Eltern, Väter, Mütter. Muss man sich ein bisschen aussuchen als Coach, dass auch passt. Mhm. Und sorgen dafür, dass dieses Feld läuft. Ist das für dich ein Setting, was du für die Basis als gut erachtest? Absolut. Also wenn das realisierbar ist, auch mit Eltern, perfekt. Es wird auch mal die Situation geben, wo ein Feld mal nicht direkt betreut ist. Dann habe ich aber auch immer noch die Möglichkeit, als Trainer zwischendrin zu stehen und als Supervisor zu gucken, dass es nicht zu einer gravierenden Verletzung kommt oder einer Auseinandersetzung kommt, die beim Fußball ja auch mal vorkommt. Dann ist es so, aber ich kann es trotzdem begleiten und kann es organisieren, indem ich sage, Jungs, ihr wisst, wir haben es schon häufig gespielt, das ist es. Bällepool kommt dahin, wenn der Ball im Aus ist, geht es sofort immer wieder da weiter. Einer sprintet hin, holt sofort den Ball. Das kann ich dann beobachten und habe dann auch mal den Blick als Trainer auf zwei Felder. Das geht auch mal. Mhm. Also ich muss deswegen kein Training ausfallen lassen. Oder alle wieder in ein Feld holen. Genau, oder es groß machen. Lieber es so machen, ja. So lassen, so machen, weil die Übungs-, die Spielformen auch so einfach sind und für die Kids so einfach sind, dass die das zweimal machen und dann wissen, ah, wir spielen heute wieder Funinho, alles klar. Das ist die Schusszone, wir müssen die Bälle da hinlegen, das haben die sofort drin, auch die Allerkleinsten. Du hast in den Videos mit Peter Herrmann und Hermann Gelland ja mitgewirkt. Wir haben ja da schon ein Komitee gehabt, was gesagt hat, was kommt da genau rein, weil wir haben dann auch den Anspruch, die besten Formen zu haben. Glaubst du, dass es bessere Spielformen gibt, kleine Spielformen gibt, als wir in diesen Videos sehen mit Peter Herrmann und Hermann Gelland? Ich glaube, die Rezeptur, die wir jetzt gefunden haben, ist, um sich zu entwickeln, um zu wachsen, ist perfekt. Es gibt dann in den einzelnen Übungen, und das ist dann auch in den einzelnen Spielformen, gibt es Möglichkeiten der Variation. Ich glaube, da ist dann auch der Kreativität der Trainer keine Grenzen gesetzt. Man muss immer nur sich als Trainer überlegen, dass der Kern der Übung, der Spielform gleich bleiben muss, sollte, damit die richtigen Sachen trainiert werden damit. Aber mit der Erfahrung auch jetzt von 15 Profijahren würde ich sagen, um zu wachsen, um intensiv mit Spaß zu trainieren, gerade im Kinder- und Entwicklungsbereich. Also ich kenne keine besseren Übungen. Müssen wir auch dafür sorgen, dass die Leute es auch gucken. Das wäre nicht machen. So schlecht. Ja. Hanno, vielen Dank. Sehr gerne. Und Baschdürk sieht Schneider. Schneider und Balic. Wer sagt's denn? Ausgleich, 11. Minute. Es war der Jungspund, Hanno Balic. Da haben wir's. Der neue Trend, die Küken der Liga mit Mumm und Selbstvertrauen. Bayer den Ball. Tolle Vorarbeit von Bernd Schneider. Er schaute in aller Ruhe und sah im Rückraum den völlig freien Hanno Balic. Balic, sein erstes Bundesligator und dann so ein wichtiges.